Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du hier bist und den Podcast gefunden hast. Und ich hoffe, dass sich dieser Podcast so sehr auf deinem eigenen persönlichen Weg und auch auf deinem spirituellen Weg unterstützen darf und du hier ganz viel Inspiration, Liebe, Hoffnung, Vertrauen findest. Und ich lade dich auch mit dieser Folge ein, es dir ganz bequem zu machen irgendwo, oder vielleicht hörst du die Folge im Auto oder beim Spazierengehen oder beim Kochen oder abends im Bett, wo auch immer, dass du es dir genießt und dass du dir die Zeit einfach für dich nimmst. Also danke, dass du hier bist. Und in der Folge heute wartet ein so schönes, heilsames, inspirierendes Gespräch auf dich mit der wundervollen Mandy Capristo. Und viele von euch kennen Mandy wahrscheinlich. Unter anderem wurde sie mit 16 Jahren wirklich über Nacht zum Star, als sie Teil von der Gruppe Monrose wurde. Und mittlerweile ist sie aber schon eine erwachsene Frau und hat viel gelernt in ihrer Zeit. Vor allen Dingen auch mit ihrem Erfolg und all den Herausforderungen, die damit natürlich auch zusammenhängen. Und auch wenn das Leben manchmal nach außen irgendwie wahnsinnig glamourös aussieht und wir immer denken, dass es bei den Menschen, die so sehr auch im Rampenlicht stehen, dass das Leben irgendwie einfacher macht oder schöner macht. Und die Wahrheit sieht eben oft ganz anders aus. Und so war es bei Mandy eben auch, dass es bei ihr zu vielen, vielen inneren Herausforderungen geführt hat und unter anderem am Ende auch tatsächlich zu einer Angststörung oder zu Panikattacken geführt hat. Und in diesem Gespräch mit ihr heute geht es darum, wie es ihr geholfen hat, in die Selbstliebe zu kommen, wie es ihr geholfen hat oder was ihr dabei geholfen hat, aus diesen Panikattacken rauszukommen, weil sie nicht mehr ins Flugzeug steigen konnte, nicht mehr in Fahrstühle steigen konnte und von einem super wichtigen TV-Auftritt quasi innerlich zusammengebrochen ist kurz vorher. Und also es ist ein unglaublich inspirierendes, schönes Gespräch, was einfach zeigt, wie wichtig es ist, egal wo du gerade stehst im Leben, egal wie dein Leben nach außen aussieht, dass es uns am Ende, glaube ich, allen ziemlich gleich geht und dass wir alle vor den gleichen mentalen und emotionalen Herausforderungen stehen und wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, sich Hilfe zu holen, wie wichtig es ist, sich zu erlauben, gerade in diesen dunkelsten Stunden, die wir haben manchmal in unserem Leben, innerlich quasi nach oben zu greifen und die Hoffnung zu finden, den inneren Glauben zu finden und zu wissen, vielleicht enthält diese dunkelste Stunde in meinem Leben gerade für mich etwas wahnsinnig Wichtiges bereit und etwas, was mich mehr zu mir selber führen wird. Und diesen Glauben eben an sich selbst und an das Leben auch nicht zu verlieren. Und genau darum geht das Gespräch mit Mandy. Und ja, ich wünsche dir, dass du darin ganz viel Inspiration, Hoffnung, Hilfe findest und Vertrauen, dass das Leben für dich ist. Also ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge, mit dem Interview mit Mandy Capristo. Ich freue mich so sehr, eine so bezaubernde, tolle, junge Frau hier heute im Podcast zu haben. Mandy Capristo, willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich so, hier zu sein. Ich freue mich auch riesig. Ich würde auch gerne einziehen, wenn möglich. Ja, ich kann die gerne so Statement. Also vielleicht so dazwischen, dann könnte ich immer die Podcasts so live mitbekommen. Ja, und immer kurz sowas reinwerfen. Genau. So. Bei dem Thema würde ich gerne nochmal nachhaken. Also, ich würde eine Show vermahnen, auf jeden Fall anfeiern, wenn du im Schlafanzug immer kurz vor. So wie bei, kennst du, The Ellen Show, bei Ellen DeGeneres, wo die dann immer aus so einer Box aussprechen. Ja. Das bist du dann immer so. Finde ich fragwürdig. Geh da nochmal ran. Ja, also anytime, ja, sag Bescheid. Also komm ich drauf zurück, ne? Gerne, wir können gerne an dem Format mal arbeiten. Wir machen einfach mal eine Umfrage und dann starten wir. Wer hätte mich gerne in der Mitte? Geil. Und dann ziehe ich mir aber was anderes an, sage ich dir. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Du hast gerade schon erzählt vorher, du hast auf jeden Fall ein paar anstrengende Wochen gerade hinter dir. Ich finde die Frage immer so schön, wie geht's dir wirklich gerade?
Also tatsächlich ist das jetzt für die von den letzten Wochen mein letzter Promotag. Dementsprechend muss ich sagen, ich freue mich auf ein paar freie Tage. Aber ich freue mich auch total, wenn ich diese Jeans ausziehe. Ich habe es dir gerade schon gesagt. Ich habe leider eine Jeans angezogen, die mir offensichtlich nicht mehr passt. Und ich merke einfach gerade, dass ich am allerliebsten... Du kannst wirklich den Knopf auch abmachen. Machst du hier gemütlich. Das ist. Nee, also mir geht's. Ich muss wirklich sagen... mir geht's gut. Schön. Mir geht's wirklich gut. Ich war ein bisschen nervös vor der Buchreise, um ganz ehrlich zu sein. Es ist ja doch nochmal anders, ein Buch zu schreiben. Ich habe das Buch am Comasee geschrieben, in so einem ganz kleinen grünen Plätzchen im Wald und war für mich und konnte immer wieder rangehen und wieder stoppen. Und ja, und jetzt plötzlich ist das Buch draußen und jeder kann jede Zeile lesen. Und es ist schon sehr... ich glaube, das ist so der intimste Moment meiner, ich sag jetzt mal, öffentlichen Karriere. Und dementsprechend bin ich jetzt einfach glücklich, dass das Buch draußen ist und dass vielleicht auch die ein oder andere Frage beantwortet wird oder ich vielleicht auch das ein oder andere Thema zu einem Thema machen kann und fühle mich ganz beseelt, was so das ganze Feedback betrifft. Da bin ich einfach nur unglaublich dankbar, weil ja, man schreibt sich so alles von der Seele und ich habe da wirklich viel Herzblut reingepackt. Das hat irgendwie, es war das Projekt irgendwie gefühlt meines Lebens in den letzten Monaten. Und ja, und hat auch viel mit mir gemacht. Also wie vorhin auch schon privat hat mich das auch schon selbst nochmal an die Hand genommen und auch an der einen oder anderen Stelle geheilt. Und jetzt ist es halt draußen. Dementsprechend freue ich mich einfach, was die Leute sagen und was das Buch mit ihnen macht. Ich kann mich auch noch daran erinnern, das erste Buch ist ja, also ich kann dir versprechen, beim zweiten und dritten Buch wird es irgendwie ein bisschen besser zumindest, okay, dass man nicht mehr ganz so krass dieses Gefühl hat, so, dass man komplett nackt ist, auch wenn es sich immer noch so anfühlt, aber man hat nicht mehr so eine Angst vor dieser Nacktheit, vor dieser Seelennacktheit, ja, die man ja in dem Moment dann hat, wenn man ein Buch schreibt. Ich kenne aber auch dieses Gefühl, dass man so wahnsinnig verletzlich sich fühlt. Du hast gerade schon gesagt, als du das Buch geschrieben hast, gab es mehrere Momente oder du würdest sagen, es gibt Teile, wo das Buch dich auch geheilt hat oder wo du so merkst, so zum Glück habe ich das Buch geschrieben, einfach auch nur für mich selbst, weil es mir selber so viel gegeben hat. Aber das war der Ansatz. Ja. Also ich habe relativ früh gemerkt, also ich hatte das Schreiben von dem Buch immer wieder verschoben. Also ich habe immer wieder zu meinem Management gesagt, ich glaube, ich kann das nicht. Ich glaube, ich kann das gerade noch nicht. Ich hatte so viele Fragen noch für mich selbst, an das Leben, an meinen Zustand in dem Moment, dass ich einfach gesagt habe, ich kann dieses Gespräch nicht eröffnen gerade. Ich habe selbst noch einen Dialog, den ich irgendwie, also da hier oben ist ein Hustle gerade, ja. Und irgendwann hat der Moment mich sozusagen gefunden und hat mir dann auch diese Ruhe gegeben. Und es gab aber tatsächlich auch Kapitel, die einfach schwieriger waren als die anderen. Was würdest du sagen, war für dich das schwierigste Kapitel? Das schwierigste Kapitel war Empathie. Empathie, ja. Also da fange ich an, meine Geschichte zu erzählen und was passiert ist und warum es so ruhig wurde. Und da habe ich auch geschrieben, was man jetzt natürlich nicht sieht, dass ich immer wieder starte und stoppe. Und weil ich einfach da saß und dachte, okay, gut. Und dann sind mir so die Tränen gelaufen, weil ich mich immer wieder in diesen Moment, das für mich, das war ein Moment bei einer Performance, zurückversetzt habe. Und der hat einfach nach wie vor so viel mit mir gemacht. Es ist leider jetzt auch erst ein Jahr her. Dementsprechend hatte ich nicht so viel Zeit, um das für mich so wirklich Was alles. Ist da passiert? Ich hatte in einem schleichenden Prozess mit Panikattacken zu kämpfen und habe das über einen relativ langen Zeitraum wegignoriert. Und Also eine Panikattacke ist ja... Genau, also es fing natürlich nicht als maximale Panikattacke genau, an, sondern es fing an
über nervöse Zustände, schon wirklich vor Jahren. Und da ich, wie man mich beschreibt, so vom Team her, sagen wir, ein Tough Cookie, ja, habe ich halt gedacht, ach du, Mensch, Menschenskinder, packst das mal weg. und es gehört halt dazu. Ich mache das mittlerweile so lang. Ich habe so viel irgendwie schon gemacht und in Kauf genommen und habe es halt einfach irgendwie nicht wahrnehmen wollen. Und dieser Abend, das war dann ein Peak in meinem Leben, wo sich der Zustand immer weiter verschlechtert hat. Das war zu dem Zeitpunkt, ich konnte keine Bahn mehr fahren, keine Flüge mehr nehmen, kein Hotelzimmer. Also es wurde immer schlimmer. Krass. Ich hatte, also die Story ist wirklich lang. Also das ist, da geht's, fängt's viel früher noch an, aber ich hatte dann zwischendrin auch Verträge unterschrieben mit Labels, die ich eigentlich nicht unterschreiben wollte. Und dieses Gefühl der Enge wurde immer schlimmer. Und meine erste Panikattacke war im Fahrstuhl. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gesagt, ja, das ist wegen dem Fahrstuhl gewesen. Aber du hast keine Luft mehr bekommen. Ja, ich habe komplett 2 Stunden System in dem Fahrstuhl. Ich habe schon seit klein auf echt Probleme mit Enge. Und ich habe halt nach einer Stunde hyperventiliert und habe meine erste Panikattacke bekommen. Ich musste am nächsten Tag die deutsche Nationalhymne singen für die Formel 1 und war eh schon angespannt. Ne? Also mein Körper war eh schon so. Und tatsächlich war das der Abend, an dem ich Sarah getroffen habe. Dankbarerweise, weil dann eben auch mein Handy aus war, ne? Weil ich ja keinen Empfang hatte. Und es war echt irgendwie ein verrückter Abend. Und in meinem Kopf war das aber immer nur die Enge von dem Fahrstuhl. Dann habe ich keine Fahrstühle mehr gefahren, und habe relativ schnell gemerkt, dieses Gefühl vom Fahrstuhl geht komischerweise in meinen Körper, wenn ich in die Bahn steige, wenn ich ins Flugzeug steige. Und so hat sich dieses Gefühl... Also immer an Orten, wo du nicht weg kannst. Gefühl, ganz genau, wo ich nicht rennen kann. Und du kannst nicht raus. Mhm. Okay, und dann ist tatsächlich was passiert, was für mich so das Schlimmste war, dass es im Studio war. Ich wollte nicht mehr ins Studio gehen. Meine Stimme hat halt total zugemacht, weil ich mich auch in der ganzen, ja, in der ganzen Konstellation, in dem ganzen Konstrukt nicht so wirklich wohl gefühlt habe. Aber die Roboter-Mandy von früher hat halt einfach weitermachen wollen. Und dann war halt irgendwann zwischen ganz vielen Momenten noch dazwischen, gab es halt eben diese goldene Henne auf. Dieser goldene Henne-Auftritt. Und da habe ich dann zum ersten Mal irgendwie damals noch zu meiner Life-Coach gesagt, hey, ich glaube, ich muss was machen, was ich bislang noch nie gemacht habe. Ich glaube, ich muss das absagen. Und dann hatte sie halt zu mir gesagt, hey, Mandy, du weißt, dass ich immer nur das Beste für dich möchte und ich rate dir, diese Performance nicht abzusagen, weil das ist das Nächste, was du aus deinem Leben cuttest. Weil ich bin ja dann einfach nicht mehr Fahrstuhl gefahren, ich bin einfach nicht mehr Bahn gefahren, ich bin nicht mehr ins Restaurant, wenn ich, na also, und dann jetzt die Bühne. So, und dann habe ich das tatsächlich nicht abgesagt. So lustig der Moment mit den Jeans war, so lustig war die Phase nicht, weil zu der Zeit hat mir halt keine Jeans mehr gepasst, dass ich mir halt alle enger machen lassen. Und die habe ich halt heute Morgen versucht anzuziehen. Glücklicherweise passe ich da nicht mehr rein, weil ich einfach auch viel zu dünn war. Ich war viel zu dünn. Ich habe so unglaublich abgenommen. Und an dem Abend dachte ich wirklich, das wird jetzt mein Moment meiner Karriere. Ich werde live TV umfallen. Und habe das dann mit relativ viel Humor genommen und habe dann den Abend vorher noch zu meiner Mama gesagt, also wenn ich umfalle, dann bleibe ich einfach liegen. Und du sollst für dich eingeschlafen sein. Nee, und es war ziemlich tough. Ich weiß auch bis heute nicht, wie ich diese Performance bekommen habe. Lustigerweise, Ironie des Schicksals, Ironie des Lebens, habe ich an dem Abend den Song meines Single Du bist genug performt. Und die Worte von Kai Pflaume waren, Mandy performt den Song und möchte damit ermutigen, sich genug zu fühlen. Und alles, was ich an diesem Abend nicht gefühlt habe, war, mich genug zu fühlen. Bin dann runter und habe einfach nur zu meinem Team gesagt, ich brauche einen Break, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich alles abgesagt. Ja, und das war so der Peak.
Und würdest du sagen, gerade das Kapitel, wenn du sagst Empathie, ging es da vor allen Dingen dann auch um die Empathie für dich selbst, also dieses Mitgefühl dir selbst gegenüber zu haben? Und war es, als du das Buch geschrieben hast, das Heilsame für dich, irgendwie in dem Moment nochmal zurückzugehen und wie von außen vielleicht nochmal drauf zu gucken, reinzufühlen und das für dich vollständig zu machen? Oder was würdest du sagen, war das Heilsame für dich da drin? Ich würde sagen, alles. Also du hast es eigentlich gerade schon sehr gut wie in einer Therapiesitzung auf den Punkt gebracht. Also ich erinnere mich, als ich die Therapie angefangen habe, habe ich alles, was ich so erzählt habe, mein Satz danach war immer, ich weiß, Sie haben ganz andere Probleme. Also Sie haben den am Tag hören Sie ganz anderes. Ich bin total privilegiert, was mein Leben betrifft. Und das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich habe immer alles, was mir passiert ist, auch runtergespielt und habe grundsätzlich, ich möchte nie, dass sich jemand um mich Sorgen macht und würde eigentlich auch nie sagen, dass es mir schlecht geht. Deswegen habe ich mir über viele Jahre auch diese Wand aufgebaut. It's all good, I smile it away. Und klar, ne, also den Wert Empathie, das war immer was für mich, was mir total wichtig war bei meinen Freundinnen, bei meiner Familie. Und als ich dann mit diesem Wort für mich selbst konfrontiert war, habe ich erstmal gemerkt, oh, also ich mache es irgendwie bei allen Menschen um mich rum, aber bei mir bin ich sehr, sehr streng. Und wie hat sich das angefühlt in dem Moment, das zu realisieren? War das dann Traurigkeit? Traurig, ja, es war schon ein bisschen traurig, weil so dieses, alleine, dass ich meinen Zustand auch gar nicht so, man sagt ja auch immer, man soll sich selbst behandeln wie eine beste Freundin, zu der man eben genauso liebevoll ist. Und ich habe einfach gemerkt, bei dem Thema Empathie für mich selbst fing ja auch die Sprache an mit mir ganz, also die Sprache, die ich für mich neu entwickelt habe, wurde eine komplett andere. Hast du ein Beispiel? Ja, davor war ich immer, was, du hast es immer noch nicht geschafft. Okay, du hast jetzt heute 30 To-Dos runtergearbeitet von der Liste. Es ist jetzt irgendwie 9 Uhr abends. Da fehlen aber noch 20 andere, ja. So, also ich war halt wirklich so höher, schneller, weiter, Maschine. Aber weil ich halt so früh gestartet habe, dass ich immer dachte, ich muss noch mehr, ich muss noch besser werden, es muss noch genauer, ich bin das nicht genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht talentiert genug, halt all diese, ne, und Stolz war ein Wort, das hätte ich nie in den Mund genommen. Also wenn jetzt auch Leute immer wieder zu meiner Familie und ist ihre Tochter stolz und sagt, ja, also sie möchte immer alles sehr gut machen und sie will niemanden enttäuschen, aber sie würde jetzt nie von sich selbst sagen, oh, ich bin so stolz auf mich. Und das war zum Beispiel so das Erste in meiner... Da habe ich eine Frage. Würdest du sagen, dass das was war, was einfach deinem Naturell entspringt, oder ist es tatsächlich was, wie du aufgewachsen bist und so ein Glaubenssatz, wo es eher immer so ein bisschen darum ging, so don't? Ich glaube, ich habe mir so ein paar Glaubenssätze beim Anfang meiner Karriere in den Kopf gehämmert, und dieses mit zu behaupten, ich bin stolz auf mich, ich hatte immer sehr Angst, mich zu verändern. Ich hatte immer sehr Angst, mich zu sehr abzufeiern. Und Stolz war mit mir, also war für mich verbunden mit... So wie dann, wie kurz vorm Untergang. So, ne? So, ja, genau. Dieses, also so, okay. dieses ich bin stolz auf mich. Und dann, ja. Okay. Genau, und das war selber, irgendwie war das mit Arroganz verbunden, mit mir einzubilden, dass ich irgendwas... total komische Assoziation. Was sich halt komplett verändert hat, auch nochmal seit... Bist du heute stolz auf dich? Ja. Schön. Ich bin vor allem stolz, dass ich hier sitze, mit dir so offen spreche und sprechen kann. Und ich habe viele Veränderungen gemacht in meinem Leben. Ich habe die Mauern regelrecht mit meinen Fäusten weggekickt und habe wirklich sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen, die Konsequenzen hatten, wo ich in dem Moment, als ich sie getroffen habe, nicht wusste, was mir geschieht. Und dementsprechend sitze ich hier und bin stolz und sage und schaue in den Spiegel und ich mag, wen ich sehe. Toll. Ich mag die Frau, die ich werde, und ich würde sagen, dass ich jetzt wirklich Hand in Hand mit mir durchs Leben gehe. Und das habe ich davor nicht, und deswegen bin ich sehr stolz und ich bin liebevoll zu mir. Ich meine, mir passieren oft noch ähnliche Situationen, ne?
jeder hat seinen Job, jeder hat seinen Struggle, jeder in seiner eigenen Realität. Und heute, früher hatte ich mich total verrückt gemacht, wenn irgendwas nicht geklappt. Na, easy weasy. Sag, entspann dich, Mandy. So passiert nichts. Sei liebevoll zu dir. Und ich habe das Gefühl, ich bin ein besserer Mensch. Wenn ich dir zuhöre, ich finde es wahnsinnig schön. Und das ist ja irgendwie so die Transformation, die wir uns, glaube ich, beide, für jede Frau vor allen Dingen, weil wir ja so oft so in diesem Selbst. Und vor allem als Frau auch so viele Gedanken machen, ne? Ja. Also die haben ja Dialoge. Und so runtermachen die ganze Zeit. Fertig machen, regelrecht. Ja. Deswegen finde ich, es fühlt sich für mich so schön an, eine Frau das sagen zu hören. Mhm. Weil ich mir denke so, also es gibt mir auch so eine Entspannung, weißt du, weil ich das so tief in meinem Bauch so nachfühlen kann, wie schön das ist, als Frau bei sich ankommen zu dürfen. Und als ich dir zugehört habe, vor allen Dingen, als du über Stolz gesprochen hast, ich glaube, dass manchmal haben wir vielleicht, gerade wenn man jetzt so auch in der Branche, in der du bist, dass wir dann nicht auf die falschen Sachen stolz sind, aber irgendwie denken, wenn wir das erreicht haben, wenn ich die 1Live-Krone gewonnen habe oder wenn ich das, dann bin ich ja stolz auf mich. Und was ich so schön fand, gerade bei dir, als ich dich gefragt habe, bist du heute stolz? Die Dinge, die du gesagt hast, warum du heute stolz auf dich bist, sind ja, das war ja nichts, was im Außen war, sondern alles, was aus dir ist, worauf du stolz bist. Und das fand ich gerade so schön, weil ich glaube, das ist auch ein ganz anderes Stolzsein, weil Pures. Es aus dieser Selbstliebe kommt und nicht eben aus diesem, ich bin stolz darauf, dass mir von außen jemand gesagt hat, wie toll ich bin, sondern weil ich es im Innen gecheckt habe. Und das habe ich komplett abgelegt. Also wenn man sich versucht, so ein bisschen in mein Leben reinzuversetzen, ich war so jung, als ich in diese Branche reingekommen bin. Wie alt warst du, 16? 16. Ja, krass. Und alles, was ich mit Erfolg also assoziiert habe, war ein Ding nach dem anderen zu schaffen. Es war nicht so dieser Schulabschluss, auf den man jahrelang also hinarbeitet, dann ist dieser eine Moment im Leben. Sondern es war, du hattest die Single gemacht, du warst Nummer 1 und 2 Wochen später hieß es, wenn die nächste Nummer nicht Nummer 1 ist, dann werdet ihr gedroppt. Also ihr verliert den Plattendeal. Und so ging das permanent. Also das hieß, ich war permanent im Survival-Modus. Und was denkt man? Man muss immer besser werden. Also es langt nicht mehr die zu sein, die man letzte Woche war, weil vielleicht finden die Leute das gar nicht mehr so cool. Und wie soll ein Kind sich selbst lieben, wenn von außen permanent jemand dir einhämmert, du bist vielleicht heute nicht mehr gut genug, du bist vielleicht nicht mehr innen, du bist nicht mehr cool, warum sind deine Haare nicht mehr blond? Warum ist das? Das ist ja natürlich, Erwachsenwerden ist ein Thema für sich, aber wenn du erwachsen wirst und es sind so viele Menschen, die jeden Tag, also es gab ja keinen Tag in meinem Leben, an dem nicht eine Person mir nicht gesagt hat, ach, das war ein gutes Interview. Ah, der Rock ist vielleicht ein bisschen zu lang oder zu kurz. Das ist zu viel. Ich hatte ja gar nicht den Moment zum Reflektieren, dass ich sage, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht, ich bin das nicht. Und ich glaube, das hat alles gebraucht, um zu sagen, hey, es ist mir alles so egal, was mit diesem Buch passiert und ob irgendjemand da draußen noch meine Musik hört. Ich mache das, weil ich das so mache, wie ich das denke, dass das richtig ist. Und ich schreibe diese Zeilen, weil ich als Mandy, die aus Bürstadt kommt, aus einem ganz kleinen Ort, super dankbar ist für dieses Leben. Und ich heute als junge oder als, ich sage immer junge Frau, aber als Frau einen komplett anderen Blickwinkel aufs Leben habe und mir in dieser ganzen Phase gesagt habe, wenn ich mich in 2 Monaten dazu entscheide, einen Blumenladen aufzumachen, dann werde ich genauso glücklich sein, wie wenn ich den Grammy gewinne. Und dieses Gefühl ist so erfüllend, weil das sind, wir setzen uns so oft im Leben Ziele, die oftmals nicht in unserer Hand sind. Und wenn die dann nicht funktionieren, dann projizieren wir alles auf uns selbst. Aber ich bin ein Fan davon. Ich baue gerne mein Regal selbst zusammen auf oder streiche gerne, weil dann sehe ich das Ergebnis und kann dann davor stehen und glücklich sein. Und es gibt ein paar Ziele im Leben, die kann man für sich selbst kreieren,
wie auch das von innen glücklich, erfüllt zu sein, unabhängig, ob du mich jetzt magst oder ob die Lampe mich jetzt mag. Ja, also, ne? Und das, glaube ich, ist total erfüllend, weil man ist einfach so unabhängig. Man ist so unabhängig von jemandem, der an deiner Tür klopft und sagt, hallo, hier ist das Paket mit dem Glück. Das ist dann, schön. Ja, so. Ja, ich finde, es ist schöner, wenn man sich selbst Sachen erarbeitet und dann entwickelt man halt auch dieses pure Glück und dieses, das kannst du mir jetzt auch nicht mehr wegnehmen. Das ist jetzt hier bei mir drin und ich habe echt, ich glaube, ich habe den Hustle immer sehr elegant ausschauen lassen. Ja, ja. Kenn ich. Oft haben mir die Leute gesagt, ach Mandy, bei dir ist immer alles cool und du bist immer so, ne, strahlst immer so. Ich so, if you would only know, honey. Und jetzt habe ich, der Hustle ist ein anderer Hustle. Ich finde es so schön, also deine Transformation, ich finde es so spannend. Was würdest du sagen, rückblickend auch im Hinblick auf die Panikattacken und dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein nach all dem, was du erreicht hast? Und jetzt, wer du heute bist, als die Mandy, die du heute hier sitzt, dazwischen, was würdest du sagen, waren die 2 oder 3 Dinge, die du für dich getan hast, die dir geholfen haben? Kannst du heute wieder Fahrstuhl fahren? Mit jemandem Flugzeuge? Zusammen. Ich kann alles, außer der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl, der sitzt noch. Muss ich mit dir mal eine Hypnose machen? Bitte, wirklich. Nee, Fahrstuhl, also da bin ich mittlerweile schon, ich weiß schon, wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin und dann das Restaurant im 25. Stock ist oder im 180. Stock. Wir sehen uns in der Stunde genau, um. Genau, und dann so, Mandy, really? Mittlerweile bin ich schon so, okay, aber wenn ich dann im Fahrstuhl stehe, dann erzähl mir irgendwas. Was war die Frage jetzt? Was sind die 2, 3 Dinge, von denen du sagen würdest, Mandy vor 3 Jahren, Mandy heute, dazwischen, was hast du gemacht, dass du heute, und ich meine, auch das, du bist ja auch immer noch auf einem Weg, auf jeden wie wir alle. Das ist ja nicht, dass man irgendwann fängt ja dann jetzt einfach, gerade erst genau, an. Du fängst genau. Ja gerade auch erst wirklich an. Aber trotzdem ist es ja schon mal ein Riesenschritt dazwischen. Was war das, was dir am meisten geholfen hat? Also auch für alle, die gerade zuhören, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt stehen, wie du vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren oder vor einem Jahr. Was kann man tun, um Also ich glaube, was mir enorm geholfen hat in dieser Situation, in der ich wirklich es gab bei mir einen Punkt, als die Panikattacken so schlimm waren, dass ich dachte, ich ziehe mich aus der Öffentlichkeit zurück. Und ich bin ja nicht in der Öffentlichkeit, weil ich in der Öffentlichkeit sein möchte, sondern mein Grund, warum ich in der Öffentlichkeit bin, ist, weil ich auf der Bühne stehe und weil ich Sängerin bin. Weil ich Sängerin bin, weil ich Musik mache. Und also war das für mich so vor meinem Gefühl, okay, jetzt bricht alles weg. Also eigentlich alles, was dir wirklich wichtig ist, bricht weg. Das wiederum hat sich angefühlt, als würde ich eigentlich alles verlieren. Also ich habe es in meinem Buch als meine große Liebe, als würde ich meine erste große Liebe verlieren, weil ich mir eingebildet habe, wir haben keine Connection mehr. Du tust mir gar nicht mehr gut. Ja. Und das war für mich halt der dunkelste Moment ever, weil ich dachte, ich muss jetzt Schluss machen mit dieser Liebe. Aber in mir drin, es wird wahrscheinlich nichts außer die Liebe an meine Zukunftskinder geben oder an meine Familie, die auf so einer, auf einem solchen intensiven Level ist. Also war ich für mich persönlich an einem dunkelsten Punkt in meinem Leben. Ich hatte, also wenn man sich das bildlich vorstellt, ich hatte täglich das Gefühl, ich bin in einem Boxkampf und ich versuche hochzugehen und ich kriege immer wieder eine und ich versuche und ich lag auf diesem Boden und ich bin gläubig, also ich glaube definitiv auch daran, dass es Momente im Leben gibt, die haben einen Sinn. Und wenn es den Sinn nicht gibt, dann kreiere ich mir den. Und als ich da unten lag, habe ich mir zu mir selbst gesagt, das passiert dir jetzt nicht einfach so. A, bleibst du da unten nicht liegen
Und du kämpfst jetzt dich so sehr nach oben, dass du da oben stehst irgendwann und sagen kannst, ich danke diesem Moment so sehr, ich danke diesen Panikattacken und ich kreiere mir jetzt diesen Sinn. Und das war der erste Moment, der mir, ich habe permanent über, als meine Überschrift Hoffnung, ich habe immer wieder die Hoffnung nach vorne gerückt und habe gesagt, hey, das muss gerade passieren in meinem Leben. Da will dich jemand stärker machen, ne? Weil wenn du da unten liegst, hast du ja gar keine Kraft mehr. Ja, und dann habe ich jeden Tag, die natürlich, ich erzähle das jetzt mit einem Lachen, aber die Tage waren enorm tough, es war enorm dunkel, es war enorm tricky, sich teilweise irgendwie aufzurappeln, mit dem Hund rauszugehen, die einfachsten Dinge zu machen. Ich habe alles wie ein Spiel gesehen. Und das hat mir eine unheimliche Leichtigkeit gegeben, weil jeder Tag war für mich eine Runde weiter. Und jeden Tag habe ich was Neues ausprobiert. Ich habe jeden Tag, auch natürlich in Zusammenarbeit mit meiner Therapeutin, aber Dinge wie Vergleich. Also Vergleich ist, glaube ich, das Schlimmste in unserem Leben, was wir uns selbst antun können. Leider in meiner Branche wird dir das so aus Tablett serviert. Und ohne, dass du das möchtest, wirst du permanent verglichen. Und das war für mich etwas, was ich gesagt habe, okay, ich kann das nicht mehr. Weil ich bin gar nicht so. Ich bin auch in meine Natur ist nicht, dass ich jemandem was missgönne. Gerade was auch Frauen angeht, ich finde das immer toll. Ich unterhalte mich immer, erzähl mir, wie hast du es gemacht? Und dann plötzlich dieser Druck und dieses von außen, mich in irgendeinen Vergleich zu stellen mit Menschen, von denen wir alle gar nicht wissen, wie es hinter verschlossenen Türen ausschaut, hat mir enorm viel Druck raus. Ich sag, du weißt doch überhaupt nicht, kein Mensch weiß gerade, wie sehr du leidest. Keiner. Hör komplett auf, mit diesem dich zu vergleichen. Erster Punkt. Das war natürlich nicht einfach, weil man muss ja auch... Dass man aus diesen Gedanken muss dann aussteigen. Genau, ja. Dass die Türen auch zu finden. Oh, bist du... Das ist dieser Raum. Da. Ja, das war so ein bisschen wie so ein Geisterhaus wie im Europapark. Ja. Also you. Es ist eine schöne Metapher für persönliche Weiterentwicklung, genau. Auf jeden Fall. Genau, genau. Nee, die Tür lasse ich zu dienen. Und dann, also ich muss wirklich sagen, was enorm war, die Sprache zu mir selbst. Mhm. Wirklich, also das hört sich immer, dieses Selbstliebe-Thema, als ich das auch im Buch und auch mit meiner Therapeutin habe gesagt, ach, hören Sie mir auf, das ist ja wie so ein Slogan bei H&M, das kann ich mir hören. Ja. Aber als ich wirklich Selbstliebe in jedem Detail in meinem Leben, also wirklich von dem, wie ich mein Bett mache, wie ich mein Gesicht wasche, wie ich mein Zimmer aufräume, also so jedes Detail in meinem Zuhause habe ich mit so viel Liebe und Wertschätzung. Ich habe jedem Objekt in meinem Haus eine Wertschätzung gegeben. So, ach Mensch, wie schön. Es tut mir jetzt total gut, dass ich jetzt die Kerzen hier anhabe. Und habe das wirklich in jedes Detail in meinem Leben umgesetzt. Von dem, was ich esse, ganz bewusst, die Gespräche. Ich habe natürlich auch die Jobs angefangen zu selektieren. Und es war nicht mehr, okay, noch mehr rein. Ich habe gesagt, nee, ich möchte jetzt gerne das Gespräch mit Laura wahrnehmen und möchte da ganz im Moment sein, das ganz bewusst leben. Das hat enorm viel geändert. Also diese zwei Sachen würde ich sagen, und wahrscheinlich fallen mir jetzt gleich noch 5 andere Punkte ein. Aber ja, aber ich finde es super, also vor allen Dingen Sprache, also ich meine Vergleichen, ne, ist ja Killer of Happiness. Also totaler Killer. Und aber es ist so, egal mit wem man sich unterhält, es ist so relevant, also weil es jeder macht's. Und also was mir damals total geholfen hat, ist eben nicht, oder wie du es gerade ja auch so schön gesagt hast, eben nicht im Vergleichen im Sinne von er oder sie ist besser als ich, sondern es als Inspiration zu sehen und sich hinzusetzen und zu sagen, geil, was kann ich von dir lernen? Und zu sehen, das, was in dir ist, ist ja auch in mir. Absolut. Leider ist deine Stimme jetzt nicht bei mir. Denkst du?
Aber von allem anderen, ne, wie du dich selber ja ausleben kannst, was du erschaffen kannst, was möglich ist. Und vor allen Dingen das Gefühl, was wir in uns selbst kultivieren können. Ganz genau. Das kann ja jeder für sich machen. Das kann ja so eine Inspiration sein. Deswegen bin ich da komplett bei dir. Und was die Sprache angeht, du hattest ja vorhin schon das eine Beispiel mit diesem, ne, du musst das noch. Ja. Gibt es noch ein anderes Beispiel, so ganz, weil ich finde es so schön für alle, die gerade auch zuhören, so 2, 3 Sachen vielleicht an Sätzen, die du früher zu dir selber noch gesagt hast und wie du heute anders mit dir redest? Oh, da gibt es bestimmt 1000 Sätze. Lass mich überlegen, was. Früher habe ich immer gesagt, ich muss. Ich muss gar nichts mehr. Das ist jetzt heute. Heute darf ich. Ich möchte. Möchte, sage ich immer. Ich möchte gerne dieses Interview machen. Ja. Oder ich möchte das eben nicht mehr machen. Muss, gibt's nicht mehr für mich. Also meine Rechnung muss ich zahlen. Ne? Also das so, ich muss auch meine Zähne putzen, der Hund muss auch raus. Das sind Sachen, die müssen. Ich sag jetzt mal, realistische Dinge müssen nach wie vor. Und auch die haben aber für mich eine andere Energie bekommen. Ne? Auch so der Druck, würde ich sagen, hat den, ich habe den Druck einfach rausgenommen. Was noch? Oh Gott, jetzt. Das finde ich schon ein sehr gutes Beispiel. Dieses Muss gegen. Ja. Ja. Cool. Ich habe relativ viel, dementsprechend haben sich überhaupt meine Panikattacken entwickelt. Ich habe mir zu einem gewissen Punkt enorm viel Sorgen gemacht. Über alles. Ich habe über die Welt Sorgen gemacht, über die Nachrichten, über was dort passiert. Ich würde behaupten, ich bin sehr feinfühlig, ich bin sensibel, ich spüre viel, ich spüre Emotionen, ich spüre Energien. Damit gehe ich dann auch schlafen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wer was über mich denkt, was man denken könnte. Das mache ich auch nicht mehr. Denken jetzt, ich kann ja überhaupt nicht entscheiden, ob du mich jetzt magst oder nicht. Also ich kann ja nur ich sein. Und wenn ich nicht ich bin, dann betrüge ich mich ja eigentlich selbst. Und das ist ja ziemlich uncool. Die Frau willst du doch gar nicht sein. Aber früher wurde es einem auch schon so ein bisschen eingetrichtert, everybody's darling zu sein. Und das ist ein Glaubenssatz, den hast du halt dann irgendwann drin. Und das heißt, was machst du? Du packst alle Ecken und Kanten weg. Hauptsache, du bist für alle so unangreifbar wie möglich. Aber halt für dich total angreifbar, weil du dich ja komplett damit belügst. Und das ist, ich habe aufgehört, mir Sorgen zu machen. Das wird schon. Das ist jetzt. Eine gute Freundin von mir, Karin Kuschig, hat den Satz, sich Sorgen zu machen, ist wie sich ein Pflaster aufzukleben, bevor du dich verletzt hast. Wow, das ist wirklich... Der Satz hat mir so geholfen. Den hättest du mir mal vor dem Buch sagen müssen, dem hätte ich noch ein Kapitel gewidmet. Das ist so perfekt, oder? So der ist perfekt, ja. Und dieses Kreieren, bevor irgendwas passiert. Und das kreiert ja diese Panik. Genau. Ja. Das ist ja, bestes Beispiel ist, ich glaube, das Einfachste, was jeder kennt, Gott, ich kriege heute Kopfschmerzen. Ja, ja. Man sagt so oft, bis man es halt auch wirklich wirklich vom Leben bekommt. Und da bist du ja auch die Queen, was Manifestieren angeht. I can still learn a lot from you. Aber es sind halt auch diese, sich das Endbild positiv ausmalen. Na, das ist auch zu der Zeit, als es mir so schlecht ging oder als ich schon das Pflaster geklebt hatte und noch komplett gar kein... Komplett über dich. So. Genau, es war so, oh mein Gott, sobald ich das Haus verlasse, ja, ich werde überfahren. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe mir Sachen kreiert in meinem Kopf, das war... Das wird ja dann auch immer schlimmer. Oh mein Gott, das war richtig schlimm. Und das ist halt auch dieses, mir die schönsten Bilder auszumalen. Ja, immer das schönste Endbild. Und na, das wird doch alles richtig schön. Das Leben muss doch gar nicht immer Hustle und Bustle sein. Das kann doch auch mal ganz kurz Disneyland sein. Ja. Aber natürlich, es darf sich jetzt auch nicht nach außen so anhören, als wäre jetzt hier alles, es ist einfach mein Inneres, wie ich damit umgebe. Macht ja einen Unterschied, wo du deinen Fokus hinrichtest. Natürlich. Und dann passiert eben halt genau das. Und
Ich habe irgendwann während dem Buch, ich hoffe, ich kriege das richtig formuliert, habe ich mir gesagt, ich gebe mir jetzt in meinen 30s, was ich mir in meinen 20s nicht gegeben habe. Und zwar diese Leichtigkeit. Ich habe das Gefühl, die wurde mir relativ schnell genommen. Oder ich habe mir die relativ schnell genommen. Und jetzt habe ich eher so das Gefühl, wenn ich jetzt zu streng zu mir bin, dass ich mir sage, gib ihr das mal, lass ihr das jetzt mal. Sie hat das jetzt auch mal verdient. Sie muss, ne, diese Peitschzeit is over. Ja, jetzt sind die 30s, jetzt fängt das Leben richtig an. War bei mir genauso, ich kann das schön, sehr gut, ne, nachfühlen. Ja, voll schön. Und wie alt bist du jetzt? 36. Und wie tell me, was passiert da noch? Ich bin so, also, excited. Also bei mir sind die 30er time of my life bis, ja, jetzt, ne, auf jeden Fall. Also es ist mein Leben. Also hätte mir jemand vor 10 Jahren gesagt, dass ich dieses Leben in 10 Jahren lebe, ich hätte gesagt, ja, come on, so übertreibt man nicht so. Ja, genau, also halt mal den Ball flach. Ja, nee, es gibt keinen Bereich in meinem Leben, wo ich nicht überlaufe vor Dankbarkeit. Ja, das glaube ich dir. Das hat aber auch viel mit, genau wie bei dir, mit meiner inneren Welt zu tun. Und was würdest du sagen, vor 4 Jahren warst du so alt, wie ich jetzt bin, gibt es einen offensichtlichen Unterschied von dir von vor 4 Jahren und der Laura jetzt? Ja. Was? Meine Intuition. Mhm. Ich hatte immer schon eine sehr, sehr, sehr klare und sehr starke Intuition. Mhm. Und ich habe es immer so hardcore ignoriert. Mhm. Ich war immer so, ja, ja, okay, I hear you, aber ich mache es trotzdem, genau, so. Ich auch. Ich auch, ja. Und vor allen Dingen letztes und dieses Jahr, mhm, war ich so, okay, ich muss anfangen, darauf zu hören, weil ich gemerkt habe, dass es mich krank macht. Also wirklich, das ist so, ja, dieses, dem entgegen zu, dieser Stimme entgegenzuleben und so auf Teufel komm rauf irgendwie doch irgendwie funktionierbar machen zu wollen, obwohl alles in mir sagt so, stop it. Ja, das war für mich. Und hattest du dann auch so einen Triggerpoint? Oder war das ein Prozess? Das war ein Prozess, mhm, tatsächlich, ja. Und auch irgendwann die bewusste Entscheidung, mhm, zu sagen, nee, ich langt jetzt. Ich möchte auf die Stimme hören. Weil immer, ja, wenn ich auf sie gehört habe, war es zwar meistens der schlimmste Moment erstmal, weil du erstmal gefühlt durch so eine kleine Hölle gehen musst, weil du eine wichtige Entscheidung meistens, klar, dann treffen musst. Und das meine ich auch mit den Konsequenzen, musst, ne? Genau. Wo du sonst immer zu Ja gesagt, ja, hast, weil ich genauso ein People-Pleaser zum Beispiel auch, ja, bin. Und das ist so diesen kurz, dieser Intuition, also nicht nur kurz, sondern der Intuition zu folgen, durch diesen super schwierigen Moment des Konflikts zu gehen und dieses sich abzugrenzen oder sowas Nein zu sagen. Und dann aber danach plötzlich so wusch, weißt du, so in dieser Freiheit zu sein und zu sagen, ja, Freiheit so, ist einfach das richtige Wort, thank, ne, God, dass, ja, ich darauf gehört habe. Ja, das war's. Aber dann muss man halt Mut. Ja, es ist, Mut hat viel mit Mut zu tun. Ja, ja. Aber dann wirst du auch belohnt. Und ja, ja, also wenn man sieht, und, was du dir auch aufgebaut hast, dann Und ein Satz, den ich letztens gehört habe, der mir sehr geholfen hat, war, weil ich habe dann manchmal so gesagt, ich habe so Angst vor dieser Entscheidung. Ich weiß gar nicht mehr, wer es zu mir gesagt hat, aber sie meinte dann, du brauchst keine Angst davor haben, hab einfach Respekt davor. Mhm. Und ich finde, das so zu sehen, hat mir total geholfen zu sagen, es ist schwierig und ich darf Respekt davor haben, was vor mir liegt, aber ich brauche keine Angst davor, mhm, zu haben. Und das, finde ich, ist gleich so, gibt einem so eine ganz andere innere Haltung. Genau, genau. Ja. Es ist total spannend, weil genau dasselbe hatte meine Therapeutin, mhm, gesagt. Sie hat auch gesagt, das Wort Angst einfach komplett zu löschen. Einfach mal, wie du sagst, Respekt. Ne? Oder man kann auch sagen, okay, das kann jetzt schwierig werden, okay, aber nicht dieses, oh Gott, was macht das dann mit mir? Und dann mein Leben ist am vorbei. Ende. Genau, und es gibt kein Part 2. Ja. Das war tatsächlich, genau, für mich ist gerade Season, ich habe letztens vor einem halben Jahr so meinen besten Freundin so eine WhatsApp geschrieben, so, okay, Season 2 begins, my friends, so, ja, get, ja, excited. Ja, ja, so, ja, ja, noch. Kann man schon vorbestellen. Ja. Here's a little teaser. Genau, genau, genau. Ja, voll geil. Ich habe eine Frage, die ich dir unbedingt noch stellen möchte, weil am Anfang in deinem Buch geht es ums Beten, mhm, und es in dem Brief, den du an dich selber schreibst. Und es geht auch darum, dass du da, wie du vorhin auch schon im Gespräch gesagt hast, dass du glaubst, dass du an eine höhere Kraft glaubst, ja, wie auch immer sie heißen mag. Ja.
Wie würdest du für dich sagen, lebst du deine Spiritualität? Wie lebst du deinen Glauben? Und was gibt dir diese Spiritualität oder diese Anbindung an, ich nenne es jetzt mal einfach die geistige Welt und das Feinstoffliche, an all das, was jetzt nicht Körper ist, sondern... Also ich habe relativ früh gemerkt, dass ich eine Verbindung nach oben habe. Ich glaube an den lieben Gott. Ja, ich glaube aber auch an das Universum. Also ich glaube, dass das... Ich glaube irgendwie, dass das alles in einem ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht an jede, obwohl ich mich öffentlich nicht zu religiös ausdrücken möchte, aber ich glaube nicht an jede Geschichte in der Bibel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich wurde oft in meinem Leben, hatte ich Momente, die sehr ergreifend waren und sehr in Verbindung mit dem, ich sag jetzt mal, was über uns ist, dass ich auf jeden Fall immer das Gefühl hatte, beschützt zu werden. Und ich würde auch sagen, dass, ich glaube, ich habe das noch nie öffentlich gesagt, ich glaube, dass diese Verbindung nach oben mir enorm geholfen hat in dieser Branche. Weil ich hatte immer so das Gefühl, auf mich wird aufgepasst. Und auch als ich das Gefühl hatte in den letzten Monaten oder vor allem vor einem Jahr, als ich für mich da unten lag, wusste ich, da ist doch ein Plan. Wow. Das ist wirklich in dem Moment, wo so Breakdown, wusstest du trotzdem, du konntest, wow. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier unten liege. Also was habe ich, noch kein schlechter Mensch. Also ne, so den ersten Dialog, die man sagt, also irgendwas muss doch dahinter sein. Also es kann doch nicht sein, dass du das jetzt gerade mit mir machst. Einfach nur so, just einfach so, ja. Mach mal. Ja. Nein, und dann habe ich gesagt, und selbst wenn, und das haben wir so oft in unserem Leben, wenn wir den Sinn nicht verstehen, warum gerade jetzt? Da kommt ein Spruch, den hat jemand aus meinem Team, Jane, gesagt. Den finde ich immer so schön. In meiner Phase meinte sie dann so, Mandy, you know, everything happens for a reason. Ich so, ja, the reason, ja, the reason. Und habe dann halt noch drüber gescherzt. Und dann meinte ich so, ja, aber okay, aber der Reason, wo ist denn jetzt der Reason? Wie lange muss man denn noch auf den Reason, also wie viele Türen muss ich denn noch öffnen? Und dann sagte sie, wie Oprah sagte, if you don't know the reason yet, you are not wise enough. Und dann habe ich gedacht, okay, also, dann werde ich jetzt weiser. Ich sage, jeden Tag in meinem Leben werde ich um ein Mini-Stück weiser und gehe da total drin auf und habe dieses, ich habe das in allem gemerkt. Ich habe das in allem gemerkt, als ich wirklich dachte, ich kann jetzt nicht in dieses Flugzeug. Ich kann, und dann wirklich gebetet habe und gesagt, bitte gib mir doch einfach nur ein bisschen Kraft. Bitte zeig mir doch, dass das alles wieder werden kann, wie es mal war oder vielleicht sogar noch besser. Und ich habe immer wieder diese Momente von oben bekommen. Auf allen Ebenen von, ich bin sehr visuell. Und vielleicht wird es jetzt auch sehr spirituell. Dafür bist du hier im richtigen Podcast. Also okay, genau. Die Leute sind es gewöhnt. Okay, gut. Nicht am Ende, dass sie denken, was ist mit ihr passiert? Nee, also, was ich schon alles erzählt habe, okay, okay. Wird nicht krasser werden, okay. Wahrscheinlich. Also zum Glück sind meine ganzen Freunde auch wie ich. Deswegen, we have our bubble. Ich habe eine Freundin, die ist schon nächstes Level. Da sage ich dann manchmal so, I'm not there yet. aber also was bei mir, ich bin sehr visuell, ich sehe immer alles. Also auch Videos, bevor ich Video drehe oder wenn ich Songs schreibe, ich habe das immer alles in Bildern. Und ich bekomme immer Zeichen auf dem Boden. Also wenn mich irgendein Thema beschäftigt, dann egal wohin ich laufe, ich bekomme das auf dem Weg zum Flughafen wahrscheinlich so 3-mal gezeigt. Wow. Und das war aber für einen gewissen Zeitpunkt nicht mehr. Weil ich mich aber auch komplett gelöst habe. Also ich hatte mich, diese innere Stimme, diese Intuition, wie du vorhin auch sagtest, deswegen konnte ich mich so damit, ich habe das einfach komplett ignoriert und genauso auch meinen Glauben. Aber die Jahre davor, ich erinnere mich, wie Freunde in meinem Umfeld gesagt haben, ich kann das sein, dass Mandy immer so gute Dinge passieren. Und ich habe gesagt, weil ich dran glaube. Ich glaube dran. Ich habe, also es gab Momente, wo ich einfach, es gab zum Beispiel so einen Moment in der Band, das werde ich nie vergessen, das war so,
Und ich habe nicht dran geglaubt, dass ich das bin, dass ich das verdiene, dass ich das jetzt... Du wusstest einfach, dass die Hörerkraft und auch für jeden. Ich sage, du kannst es doch genauso haben, ja? Und ich habe halt sehr früh daran geglaubt, dass mir passieren eigentlich immer nur gute Dinge. Das war so die ersten, ne, so bis ich so die Branche gekommen bin, das war so, das wird immer alles gut. So. Also kleine Momente zum Beispiel. Wir waren am Flughafen. Ich weiß, wir sind, in Hamburg gelandet. Und es war ein Wintertag, Regen. Und wir wurden irgendwie abgeholt und dann alles voller Regen und Leuten und so. Und ich, also man konnte eigentlich gar nichts sehen. Und ich habe nur gesagt, ah, ich muss da mal was aufheben. Und dann ich so, Mandy, komm. Oh, nie wieder. Ja, und Mandy ist am Boden. Ja, Laura, ich kann dir nicht sagen, was das war, aber irgendwas in mir drin hat gesagt, heb diesen Umschlag auf. Der war klatschnass. Und das ist ein Beispiel von meinem Leben. Und dann, ich weiß, glaube ich, Senna hat damals dann gesagt, oh, die Kleine wieder. Ne? So, komm, wir müssen hier raus. Und ich sag, Moment. Und dann waren wir alle im Van, alle haben die Regenschirme weggepackt. Und ich so, was war denn? Und ich sag, ich weiß auch nicht, da ist irgendwie ein Umschlag. Und ich habe gedacht, ich habe total einen weg. Achtung. Und dann ging die Lüftung an, weil sie ja alle waren super nass, ne? Und dann habe ich den Umschlag geöffnet und dann waren da irgendwie 2000 Euro drin, ohne Name, ohne Absender. Und wir konnten das Geld so auseinander. Und wir waren halt wie so, kennst du diese Sendung, Toys R Us, wo man so die Geschenke? Wir konnten das gar nicht fassen und haben immer mehr, noch eine. Und haben dann wie so Drogendealer, ja, das dieses Geld, so. Geld mit der Lüftung, macht's noch heißer, es muss trocknen, ja. Und das wurde halt immer mehr. Und die so, wieso hast du diesen Umschlag? Und ich so, ich weiß es nicht. Irgendwas in mir drin hat gesagt, ich sollte, man hat nichts gesehen, ja. Und dann haben wir halt dieses Geld, wir haben es dann aufgeteilt und dann habe ich gesagt, hier, komm, kaufen unseren Families irgendwas oder so. Und es war dann, und das ist ein Beispiel von meinem Leben, was mir so oft passiert ist, weil ich immer dachte, dass irgendwas Gutes passiert. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber vielleicht liegt es irgendwann auf dem Boden, das Geld, ja. So, und das ist jetzt, davon gibt es irgendwie 1000 Beispiele. Und was ich so spannend an der Geschichte finde, du hast dich halt runtergebückt und es aufgehoben und alle anderen gehen dran vorbei. Genau, aber es liegt für alle eigentlich da. Genau. Aber weil du den Fokus dahin richtest, hebst du es auf. Ganz genau. Aber genauso kann es halt auch passieren. Da gibt es eigentlich noch was ganz Lustiges. Meine Freunde haben irgendwann zu mir gesagt, mein Name ist nicht Mandy, sondern Mandy Fest. Weil ich halt immer alles gesagt, ihr müsst das einfach immer nur manifestieren. Ihr versteht das nicht. Ja. Als ich jung war, habe ich Ich wusste ja das gar nicht, die Macht der Anziehungskraft, Quantenphysik, das kannte ich nicht. Ich hatte nur einfach immer den Satz von Mama im Kopf, glaub dran, stell dir das vor. Ich habe mir das immer vorgestellt. Also ich habe auf meinem IKEA-Schrank performt, als wären es die Grammys. Ja, so, ich war Alia, ja. Ich war auf meinem IKEA-Schrank, ja, und meine Mutter hat gedacht, die hat einen totalen Schuss. Aber ich dachte mir, vielleicht die Bühne, das wird vielleicht auch mal irgendwann nicht sicher. Deswegen habe ich mich da oben immer auf den Schrank gestellt. Ja. Aber genauso muss man halt auch aufpassen, wenn man sich's anders manifestiert. Und das habe ich halt auch gedacht. Und dann fand ich es nicht mehr so cool, dass ich Manifest war, weil dann hat es ja auch funktioniert. Und das musste ich dann erstmal wieder drehen. Und das hat echt eine Sekunde gedauert. Spannend. Ja, weil wenn man es in die eine Richtung richtig gut kann, kann man es in die andere auch ganz richtig genau. gut. Ganz mega genau. Mega schön. Ich habe eine Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen immer stelle. Und zwar, stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz, ganz langes, unfassbar erfülltes Leben. Du gehst immer mehr in deine innere Welt, kommst wirklich so bei dir an und erschaffst dir alles, was du noch erschaffen möchtest. Und irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens. Du bist ganz alt, kleine, süße Omi so. Und ich will zu dir kommen. Kleiner. Und ich will zu dir sagen, Mandy, es wurde leider alles gelöscht, was du jemals gemacht hast. Deine Bücher sind gelöscht, deine Musik ist weg, ist all gone. Aber bei ein paar Songs bin ich happy. aber ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier 3 Weisheiten aufschreiben, wenn sonst nichts von dir in der Welt bleiben würde, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen danach leben. Was würdest du aufschreiben? Du, Laura, ich muss jetzt erstmal eine Runde spazieren.
3, okay. Ich glaube, ich würde als ersten Satz sagen, versuche bei allem, was du tust, bei jedem Gespräch, was du hast, egal mit welchem Menschen, in ihm was Positives von dir zu hinterlassen. Das, glaube ich, würde ich draufschreiben. Ich würde draufschreiben, lass die Schokocookies weg. und so klischeehaft, wie es klingen mag, aber was nochmal viel mehr Bedeutung bekommen hat, in dem letzten Jahr, würde ich wirklich schreiben, genieße jede Erfahrung. Auch die nicht so schön. Die machen dich weiser. Mega schön. Und dein Buch. Mhm. An erster Stelle bin ich Mensch. Bis dahin bin ich dann Oma. An erster Stelle bin ich Oma. Und an zweiter Stelle bin ich jetzt Oma. Genau. An erster Stelle bin ich Mensch. Die Weisheiten der Mandy. Oma Mandy. Eigentlich wollte ich es hier haben. Wir haben gerade festgestellt, zum einen, dass der Postbote es sich weggesnackt hat. Abgerappt hat. Und zum anderen, es überall ausverkauft ist gerade in einem Buchläden, wo meine Assistentin es gerade versucht hat, noch zu kaufen. Was geil ist. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Ja. An erster Stelle bin ich Mensch. Überall ist es jetzt da. Mhm. Ab sofort. Wie fühlt sich das nochmal für dich an, wenn du jetzt so in den Buchladen gehst? Also hier brauchst du jetzt gerade nicht reingehen, weil es ist ausverkauft. Aber stell dir vor, du gehst gerade in den Buchladen und es liegt da. Was macht das mit dir? Also ich habe den Moment noch nicht gehabt im Buchladen, aber ich habe die Tage schon das Buch in mein Bücherregal zu Hause gestellt. Oh, da hatte ich so einen Moment, von dem ich gar nicht wusste, dass der mir irgendwann so viel bedeuten würde. Es war ein richtig schöner Moment. Ach, ich habe irgendwie so das Gefühl, auch wenn es nicht wirklich so ist, aber dadurch, dass ich so viele schöne Nachrichten bekomme und so viele ehrliche und wertschätzende Nachrichten, ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, als bin ich seit dem 4.10. im Dauergespräch mit den Menschen da draußen. Ich habe so das Gefühl, wir sitzen gerade permanent auf einem Sofa und quatschen, ohne dass ich die ganze Zeit sprechen muss. Ich habe jetzt alles erzählt. Geil. Und jetzt versteht ihr mich. Und ich verstehe euch und wir verstehen uns und merken vielleicht, dass wir doch einfach so viele gleiche, ähnliche Sachen durchlebt haben, anders und haben eine ganz andere Verbindung zueinander, was wir vielleicht einfach nie wussten. Und das ist sehr wertvoll. Und dafür bin ich allen Menschen unglaublich dankbar, auch dem Verlag und auch meinem Leben, dass es mich dahin gebracht hat, überhaupt ein Buch zu schreiben. Ich glaube, da bin ich zu humble für, dass ich behaupten würde, ich muss jetzt ein Buch schreiben. So, ja, ich bin selbst großer Leser und habe ganz viele Lieblingsautoren. Und, Lieblingsbuch? Oder absolutes Must-Read? Oh, es gibt ein Buch, das ist ein bisschen tougher, vom eigenen Vater in die Sklaverei verkauft, Zana Musin. Das finde ich ein starkes Buch. Mary mag ich sehr gerne. Gerade lese ich Letting Go, finde ich auch sehr gut. Wahrscheinlich fallen mir gleich jetzt noch 12 andere ein. Das sind da schon mal 3 mega gute Buchtipps. Ja, genau. Und deswegen ein Buch zu schreiben, dann mit dem Thema habe ich mir am Anfang ein bisschen schwer getan, weil ich einfach selbst, ich war auch in diesem Moment, dass ich so viele Fragen noch ans Leben hatte und dachte irgendwie, muss ich jetzt ein Buch schreiben? Also muss ich jetzt, ich sage jetzt mal auch, wie die Leute das da draußen sehen, der nächste Celebrity sein, der sich da so anpreist. Und das bin ich eigentlich gar nicht. Und dann dachte ich, ich weiß, als ich in diesem Zustand war und diesen Boxkampf für mich da unten gekämpft habe, ich habe alles aufgesaugt. Ich habe mir Interviews angeschaut, ich habe mir TED-Talks angeschaut, ich habe mir alle möglichen Bücher zu Panikattacken, mentaler Gesundheit, ich habe alles wie ein Schwamm aufgesaugt. Jeder, der mir irgendwas sagen konnte, was mir geholfen hat, war wertvoll. Und dann habe ich mir gedacht, wirklich, und wenn ich nur 2 Menschen da draußen in irgendeiner Form die Hand reichen kann und vielleicht ist es nur ein Satz im Buch, sagen können, oh, danke, ich sage,
dann war es das alles wert. Würdest du sagen, dass das zum Teil dann vielleicht auch der Sinn ist, den du rückblicken? Und ich glaube auch, dass ich hatte oft Momente in meiner Karriere, in denen ich oft schlafen gegangen bin und mir gedacht habe, und das mit ganz viel Dankbarkeit ausgesprochen, wirklich, ich bin so dankbar für dieses Leben und ich weiß, dass ich ein unglaublich privilegiertes Leben führen darf, seit ich 16 bin. Was nicht immer einfach ist und definitiv nicht so einfach ist, wie es nach draußen ausschaut und definitiv auch nicht so glamourös. Aber ich hatte oft die Gedanken, ob das wirklich das Leben ist, was ich für mich heute als Frau aussuchen würde. Macht mich das wirklich so glücklich oder denke ich, mich macht das so glücklich? Mhm. Ne? Ich bin so früh reingegangen, ich kenne ja nichts anderes, ich kenne ja nur mein Leben in der Öffentlichkeit. Und ich hatte oft Momente, wo ich sage, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht den ganzen Tag über mich sprechen. Ich kann nicht den ganzen Tag mir überlegen, was für Schuhe ich anziehe und was für ein Make-up. Ich, das ist doch nicht, das ist it's not the life. Und ich wusste aber nicht den Weg raus. Also ich wusste nicht, ich wusste immer, ich möchte irgendwas gründen mit einer viel tieferen Bedeutung, aber ich wusste nicht wie. Und ich hatte das Gefühl, als ich Felice gegründet habe, ging es mir noch gar nicht so schlecht. Ach krass. Mhm. Ich hatte schon die ein oder anderen Issues, aber ich hatte diese Idee zu dieser damals noch digitalen Plattform 5 Jahre lang in meinem Kopf. Ich wusste aber einfach nicht, wie starte ich. Und dann hat mir das Leben mal so einen richtigen Faustschlag gegeben, dass ich wusste, okay. Das ist wichtig. Jetzt weiß ich, warum ich diese Intuition in mir hatte, die mir permanent gesagt hat, da draußen ist ein anderes Leben für dich, was auf dich wartet und was, wo du vielleicht deine Stimme nutzen kannst. Und vielleicht geht es gerade gar nicht um deine Musik. Vielleicht ist es nicht immer das, was man dachte, ist es für einen. Vielleicht ist es ein ganz anderer Weg. Und ich glaube, auf dem bin ich. Und ich glaube, ich bin gerade in genau dem Moment und teile das mit dir und mal schauen, wo jetzt die Reise hingeht. Allerletzte Frage. Wenn du dir vorstellst, in 4 Jahren dann, wenn du 36 bist, da müssen wir nochmal sprechen, auf jeden Fall. Und wir davon ausgehen, dass du alles manifestieren kannst, was du gerne manifestieren möchtest, so wie du es dir selbst auch oft genug schon in deinem Leben bewiesen hast. Und wir wieder ein Interview hätten, was würdest du mir erzählen? Wer bist du in 4 Jahren von heute und was hast du erschaffen? Okay. Also ich erzähle dir jetzt nicht die ganzen intimen Details. Mein Moodboard, mein Pinterestboard. Das mache ich übrigens auch. Mein ganzes Leben ist sortiert in Bildern. Also an allererster Stelle hoffe ich, dass ich dieses Gefühl, was ich heute fühle, in mir drin behalten konnte. Also ich werde da auf jeden Fall dranbleiben und werde es jetzt einfach hoffentlich bis zum Rest meines Lebens nicht mehr so schnell loslassen. Gesund ist, also nach dieser Erfahrung hat dieser Satz von meinem Vater, wir sind reich, weil wir uns haben und gesund sind, einen komplett anderen Wert für mich bekommen. Ich hoffe, dass ich Mutter bin. Ich glaube, dass das was für mich ist, was auf meiner Reise große Erfüllung mir schenken könnte. Das ist was, seit ich klein bin, was ich mir immer vorstelle, Mama zu sein. Oh Gott, ich habe so viele Punkte gerade in meinem Kopf. Ich würde gerne eine Stiftung gegründet haben, definitiv bis dahin. Ich würde gerne perfekt Italienisch sprechen wollen. Ich würde gerne kochen lernen oder bis dahin kochen können. Ich würde gerne nähen können und bis dahin bin ich auf jeden Fall zurück zur Musik schön. Gekommen und habe Songs geschrieben, die ich gelebt habe. Wow. Mhm. Und Songs, die ich geschrieben habe und die nur unter meinem Leben entstanden sind. Und
Ja. Superschön. Danke, ja. Mandy, für dieses so schöne, heilsame, danke dir für echte die Einladung. Gespräch. Und ich finde es so schön, deine Entwicklung zu sehen. Danke. Und es ist wirklich so ein bisschen so die Story von der Lotusblume. Also wirklich so, dass wir den Matt, so diesen ganzen Schlamm einfach da unten brauchen. Und auf jeden Fall. Ich kann so richtig sehen, wie du jetzt gerade so oben so aufgehst so auf der Wasseroberfläche und die Sonne auf dich drauf hält und du da einfach so bist. Yes. Mal kurz genießen. Ja, und es ist einfach so schön. Und danke dir für deine Offenheit. Danke für alles, was du geteilt hast. Und ich wünsche dir, danke dir auch für die Einladung. Von Herzen, dass du ganz viel Liebe, Freude, weiterhin Hoffnung und ganz viel Reichtum, so wie du es gerade beschrieben hast, in Form von Gesundheit und den Menschen, die um dich herum sind, weiterhin in deinem Leben hast. Danke dir. Und danke, dass du so vielen Menschen so viel Gutes mit ins Leben bringst. Kann ich, glaube ich, im Namen ganz vieler Danke sagen. Danke. Ganz toll. Danke dir. Willkommen zurück aus diesem wunderschönen Gespräch. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Und schau wie immer super gerne bei Instagram vorbei, @lauramalinaseiler, und natürlich auch super gerne bei Mandy. Ich verknüpfe alle Accounts unten in den Shownotes. Und ich habe noch eine so geile Neuigkeit. Und zwar habe ich dieses Jahr an einem kleinen Projekt gearbeitet, an einem kleinen sonderkreativen Projekt. Und zwar arbeite ich ja schon ganz, ganz lange mit Animal Spirits und mit Krafttieren und der Verbindung zu Krafttieren, auch in Meditationen zum Beispiel. Du findest ja auch hier im Podcast meine Krafttier-Meditation. Und ich habe dieses Jahr ein eigenes Krafttier-Kartenset entwickelt mit 50 Krafttieren und Botschaften von diesen Krafttieren. Und das Kartenset erscheint jetzt am 11.11. Und du kannst es dir jetzt vorbestellen. Und es ist so wunderschön geworden. Wirklich, ich bin so stolz darauf. Es ist so, ich hatte es vorhin in der Hand und es ist einfach, es ist schöner geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Und du kannst es dir jetzt vorbestellen. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Und den Link findest du dazu auch in den Shownotes. Und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt und lass es dir gut gehen. Rock on und Namaste, deine Laura.